Zawsze jest fajnie, zwykła podmiejska dzielnica. Krzaki wycięli, bruk położyli, mówiąc tu będzie ulica. Majka przeciwka, co teraz stale. Dzień dobry, serdecznie witam. Guten Morgen und herzlich willkommen hier in der evangelischen Stadtpfarrkirche St. Nikolai in der Kurstadt Bad Freienwalde am Beginn des deutsch-polnischen Anwanderns 2019. Herzlich willkommen zum 12. deutsch-polnischen Anwandern in Bad Freienwalde. Ich sehe viele bekannte Gesichter, weil ich vor, bitte, Sie winken so schön, weil ich vor 3 Jahren einmal selber mitwandern durfte, dann vorletztes Jahr durfte ich das moderieren und heute bin ich wieder zu Gast und freue mich sehr hier zu sein und auch polnische Freunde begrüßen zu dürfen. Serdecznie witamy nasze goście z Polski. Wir haben eine wunderbare polnische Kapelle, wir haben eine deutsche Kapelle. Sie sind hoffentlich alle fit. Ja, haben Sie Lust aufs Wandern? Die Tour 1 da oben, praktisch neben der Kirche, da steht ein großes Schild Tour 1. Alle Türmer, alle die türmen wollen, bitte da hochlaufen. Herrn Sander, Herrn Schlucht und Herrn Nagel hinterher, bitte die Tour 1 jetzt sammeln und starten. Ja, unsere dritte Tour ist ganz neu in diesem Jahr. Wir haben Fontania, also haben wir natürlich eine Fontane-Kulturtour geplant. Die ist circa 5 Kilometer lang. Ist nicht so wirklich anstrengend wie die Turmtour, aber auch schon herausfordernd. Also auch nicht für ganz ungeübte Wanderer. Sie starten hier am Markt, gehen dann die Weinbergstraße hoch, kommen zur alten Ruine und laufen im Prinzip um Freienwalde herum. Sie werden heute bei diesem Wetter fantastische Ausblicke haben auf das Oderbruch, auf die Stadt. Herr Fontane, willkommen in Freienwalde. Sie haben ja wunderbare Zeiten hier schon verlebt mit uns. Ja, das kann man wohl sagen. Und ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen bei dieser Festlichkeit anlässlich meines 200. Geburtstages.